Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Schwertmeister an. Dieser hat über Alpecin Koffein-Shampoo geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Wer kennt die Werbung nicht? In dieser wird von Doping für die Haare gesprochen und Männern wird die Hoffnung auf volles, dickes Haar gemacht. Gerade bei Haarausfall soll Koffein-Shampoo wohl sehr gut sein. Das habe ich neugierig gemacht und ich habe das Alpecin-Koffein-Shampoo einem Test unterzogen. Meine Erkenntnis daraus möchte ich heute mit euch teilen. Alpecin ist eine Marke der Dr. Kurt Wolf GmbH und Co. KG. Der Firmensitz des Unternehmens liegt in Bielefeld. Zu der Dr. Wolf-Gruppe gehören Dr. August Wolf und Dr. Kurt Wolf. Zu August Wolf gehören die Marken Linona, Magisan, Etopril und Linoseptic. Kurt Wolf wiederum ist verantwortlich für die Marken Alpecin, Plantur 39, Plantur 21, Plantur 49, Alcina und BioRepair. Unter dem Markennamen Alpecin werden hauptsächlich Pflegeprodukte für anspruchsvolle Haare vertrieben. Es gibt verschiedene Produktlinien, die sich um unterschiedliche Probleme kümmern. Die Koffeinreihe nimmt sich die Probleme des Haarausfalls an. Wer eine sensible Kopfhaut hat, der greift wohl zur Medizinalreihe. Dann gibt es noch diverse Shampoos, die für verschiedene Kopfhauttypen geeignet sind, wie Anti-Schuppen oder Sensitive. Ein besonderes Produkt ist die Alpecin Tuning Creme, die graues Haar bis zur nächsten Haarwäsche abdunkelt. Ähnliche Produkte findet man auch in der Koffeinreihe. Der Wirkstoff Koffein soll die Haarwurzel stimulieren und das Haarwachstum fördern. Es soll auch bei erblich bedingten Haarausfall einen Unterschied herbeiführen können. Da Koffein hier die Hauptrolle spielt, habe ich mal noch ein paar Fakten zusammengesucht. Koffein hat viele positive Eigenschaften. Am bekanntesten ist Koffein wohl im täglichen Kaffee, wo er als Muntermacher gilt. Auch in Energy Drinks ist Koffein der Stoff, der den Kreislauf anregt und uns energischer macht. Koffein findet man aber nicht nur in Getränken, sondern auch in Haar- und Hautprodukten. Zum Beispiel soll er auch helfen können, wenn man unter starker Zellulite leidet. Dafür wird er äußerlich an den betroffenen Stellen häufig als Peeling angewendet. Es hilft bei der Entwässerung und aktiviert das Enzym, welches beim Abbauen von Fett hilft. Bei Haarprodukten kann der Wirkstoff bis in die Haarfollikel eindringen und dort wirken. Die Hauptaufgabe ist es, dort das Wachstum wieder anzuregen. Dies schafft es, indem es ein Enzym hemmt, was zur Folge hat, dass der Wachstumsbotenstoff sich vermehrt. Im Endresultat bekommt man ein erhöhtes Zellwachstum und Vermehrung. Zur Wirkung hat Alpecin mehrere Studien durchführen lassen, die unter anderem bestätigen, dass Koffein die Haarwurzelaktivität fördert und die negative Wirkung von Testosteron unterdrückt. An sich wendet das Alpecin-Koffein-Shampoo C1 genauso an wie jedes andere. Dabei sollte man darauf achten, dass man dem Shampoo genug Zeit gibt, um einzuziehen. Man sollte es mindestens 2 Minuten auf der Kopfhaut lassen, aber etwas länger dürfte auch nicht schaden. Es ist für die tägliche Wäsche geeignet und auch empfohlen, wenn man Resultate sehen möchte. Unter den Inhaltsstoffen findet sich keine Silikone, da diese das Haar nur weich machen würden. Der Verzicht auf Silikon hat zur Folge, dass sich das Haar auch dementsprechend anders anfühlt. Es ist griffiger und fühlt sich auch etwas dicker an. Ich möchte auch kurz auf das Liquid zu sprechen kommen, da ich mir vorstellen kann, dass dies auch für einige interessant ist. Bei dem Alpecin Koffein Liquid handelt es sich um ein Haartonic. Es hat die Konsistenz von Wasser und wird in die Haare einmassiert. Man spült es im Gegensatz zum Shampoo nicht aus. Dadurch, dass es dann den ganzen Tag auf der Kopfhaut liegt, wird man hier einen besseren Effekt erzielen, denn der Wirkstoff hat mehr Zeit, seine volle Wirkung zu entfalten. Neben Koffein sind noch Zink und Niacin enthalten, die ebenfalls eine wichtige Rolle beim Haarwachstum spielen. Die Anwendungsbereiche sind die gleichen, Haarausfall. Ziel ist es, dass die Wachstumsphasen länger ausgedehnt werden. Anwendung: morgens und nach der Haarwäsche auf die Kopfhaut auftragen, die Handtuch trocken sein sollte. Danach einfach das Haar trocknen lassen, kämmen und frisieren. Erst einmal zu meiner Ausgangssituation. Ich habe keinen extremen Haarausfall. Ich habe leichte Geheimratsecken, die stören mich aber bis jetzt noch nicht. Ich habe allerdings recht dünnes Haar und es fühlt sich nicht so füllig an. Es könnte einfach mehr sein. Mit dieser Situation also habe ich bei Amazon das Alpecin Shampoo bestellt, da es das erste war, was mir in den Kopf kam. Die Marke ist schon seit Jahren am Markt und die Bewertungen bei Amazon sahen vielversprechend aus. Also wollte ich meinen eigenen Alpecin-Koffein-Shampoo-Test durchführen und mal schauen, ob es eine Veränderung bringt. Bei der ersten Anwendung konnte ich ein ganz leichtes Prickeln auf der Kopfhaut spüren, was sich sehr angenehm angefühlt hat. Direkt nach der Haarwäsche konnte ich natürlich noch keinen Effekt sehen. Das Haar hat sich aber soweit ganz gut angefühlt und meine Freundin sagte mir, dass der Geruch auch in Ordnung sei. Man riecht also nicht wie eine dampfende Kaffeetasse, aber etwas merkt man es schon. Sichtbar oder vielmehr fühlbare Ergebnisse gab es nach ungefähr 2 Wochen. Entdeckt wurden diese aber eher durch meine Freundin, die kommentierte, dass sich meine Haare irgendwie dicker anfühlen. Ein genauerer Blick in den Spiegel bestätigte dies irgendwie schon, habe ich mir zumindest eingebildet. Meine Geheimratsecken sahen nicht mehr so prägnant aus.
Sind sie geschrumpft? Gefühlt schon, aber ich habe es auch nicht nachgemessen. Die Wirkung werde ich jetzt noch weiter beobachten, aber bis jetzt gefällt es mir echt gut und wenn es jemand anderes auffällt, dann kann es doch nur ein gutes Zeichen sein. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass man von dem Zeug echt wenig braucht. Das Shampoo ist vielleicht etwas teurer als andere, was aber noch völlig im Rahmen liegt, aber dafür braucht man auch deutlich weniger. Falls es jemanden interessiert, ja, das Shampoo schäumt auch so wie jedes andere. Also eine Flasche Apelsin, 250 ml, wird genauso lange halten wie jedes andere auch. Alles in allem ein gutes Shampoo. Womöglich das beste Koffein-Shampoo. Und ich kann es jedem nur raten, es einmal auszuprobieren. Wenn man so den Haarausfall bekämpft oder ihn vorbeugt, dann ist das doch eine ziemlich wertvolle Sache. Fülllige Haare sind immerhin ein Zeichen der Gesundheit. Zumindest signalisiert ist das. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.